Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir. Wir haben hier so den Möchtegern. Naja, Bahnsteig mal so angefangen. Müssen wir den halt jetzt noch so einigermaßen ein bisschen verbessern, verändern, verdingsen und umgestalten, beziehungsweise weiterbauen. Ne, wenn es dann irgendwann mal tatsächlich weitergehen sollte hier, dann muss es natürlich auch fertig sein. Ne? Also irgendwann mal. Wann dies irgendwann ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowieso nicht genug Holz dafür, aber. Nun gut. Wir wollen das ja irgendwie mal fertigstellen. Will ich das eigentlich im. Doch, ich will das überwiegend in diesen Eichenholz-Look haben. Ich habe gerade überlegt, ob ich das noch irgendwie anders dekoriere. Ich werde es anders dekorieren. Ich hatte ja schon gesagt, ich werde ja irgendwas mit den Eichenholzstämmen dann machen. Und dann halt Fackeln auch sinnvoll platzieren und all so ein Spaß. Ne? Dann halt gucken, wie ich dann hier die Decke mache. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier das auch schräg runter mache, ähnlich wie ich das hier auch so gemacht habe. Ne, mit der schrägen nach unten. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das dann am besten gestalten würde. Ich habe aktuell noch keine Ahnung. Ich will. Das ist 1, 2, 3. Wie hatten wir es denn hier so? 1, 2, 3. Okay. Das heißt, hier machen wir auch eine Dreierhöhe. Einfach damit es dann hier nicht so viel anders wird. Okay. Ja, also meinen Gedanken halt zu folgen ist schon so eine Kunst. Kann nicht jeder. Muss auch nicht jeder. Muss eigentlich niemand. So, dann angenommen. Hier geht es dann runter. Ja, was mache ich denn? Das ist doch. Kann ich doch auch gleich hier von hier aus theoretisch machen. Das Ganze jetzt 4 Stufen lang, sage ich mal. Und da hört es nämlich schon auf, denn dann muss ich das doch ein höher setzen. Genau das habe ich befürchtet, dass es dann einfach nicht passt. Muss ich ja doch wieder anders machen. Bedeutet, ich brauche hier dann doch eine 4er Höhe. Weil, wenn ich das jetzt hier so reinsetze, dann sieht das einfach scheiße aus. Muss man mal sagen. Sieht einfach scheiße aus. So. Das. Na, also kommt das hier wieder raus. Ich meine, wenn du sowieso eine Decke hast, die etwas höher ist, dann hast du sowieso das Gefühl, du hast mehr Platz nach oben hin. Und es gibt generell einen wesentlich besseren Eindruck, finde ich persönlich. Je höher so eine Decke ist. Geht natürlich nicht immer, aber hin und wieder. Wie kann ich das dann hier verwirklichen? Hier haben wir dann ein ähnliches Dilemma. Kümmere ich mich gleich drum. Einfach nur, damit ich das dann nicht vergesse, mache ich das dann hier schon mal da so hin, wie es hin soll. Es fehlt mir sowieso das Eichenholz, das muss ich mir dann einfach besorgen. Ne? Ja, genau so rum, liebe Treppe. Genau so rum solltest du nicht hin. So. Dab. Vielleicht mache ich hier auch wieder mal Glowstone in den Boden rein oder sowas. Mal gucken. So haben wir hier. Das ist eine Dreierhöhe. Ich meine, hier ist das dann sowieso egal, weil Bahnsteig. Aber theoretisch müsste das auch hier aufhören, weil da haben wir schon eine Treppenreihe mehr, als wir überhaupt haben. Na, weil hier beginnt die Treppe mit der und hier müsste sie wieder abschließen mit dem. Tut's auch. Gut. Okay. Gut. Wie oft soll ich jetzt noch gut sagen? Ich habe keine Ahnung. Verzeiht. Ich hole mir erstmal Holz. Ohne Holz kann ich nicht arbeiten. Das geht ja nicht. Ne? Weil ist schlecht. Wenn du irgendwas mit Holz bauen willst und dann hast du kein Holz. Hallöchen, liebe Welt. Ich brauche gar kein Geld. Ich brauche nur Holz. In Masse. Überall diese kleinen Kobolde hier. Wuse. Die sind auch wieder auf der Suche nur nach Kleinkram. Kleinkram.
Ne, damit sie es dann wieder klauen können, damit sie dann wiederum die Weltherrschaft an sich reißen mit Kleinkram. Ne, ähnlich wie die Kleingeld-Zombies halt, nur es sind Kobolde. Die wollen Kleinkram. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist es, Üreier auseinanderzunehmen, wegen dem Kleinkram. Ist so. Ich habe sie gefragt. Sie antworteten, quiek, 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 quiek. Und das war übersetzt genau das, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ist auch schon wieder viel zu spät, wo ich aufnehme. Viel zu spät. Und warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Einfach weil hat sich so ergeben. Aber das ist ja bei mir auch nichts Neues, dass ich auch mal nachts um 6:30 aufnehme. Was eigentlich wieder morgens ist. Ja, das ist... Och Mensch, jetzt habe ich hier ein Loch reingebaut. Toll, Mammut. Toll, hast du was gemacht. Habe ich eine Schere dabei? Nein, habe ich nicht. Aber zum Glück habe ich immer ein bisschen Eisen. So, komm mal her. Wollte ich das hier auch noch flicken? Habe ich ein Loch in mein Laubgeäst hier? Das geht ja nicht. Was sollen die Nachbarn von mir denken? Dass du ein Laubloch hast. Ja, das ist, ne? Passiert. Oh, jetzt habe ich dasselbe nochmal gemacht. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Scheiße. Warum laufe ich denn da auch noch rein in das Loch? So. Super. Toll. Ja. Gut, müssen wir halt dann irgendwann mal flicken, wenn ich dann wieder einen Baum dafür habe. Im Moment habe ich keinen Baum dafür. Ich habe keinen Baum dafür übrig. Klingt komisch, ist aber so. Überall die ganzen Setzlinge. Setzlinge sind auch Bäume. Nein, aber es könnten mal Bäume werden. Natürlich werden die Schatten auch schon wieder länger, das heißt, ich muss auch schon wieder schlafen gehen. Oh. Ich will doch nur bauen. Bauen. Lass mich bauen. Minecraft lässt mich nicht. Minecraft lässt mich ins Bett gehen. Ne, weil irgendwann muss er sagen, hey Mammut, du musst mal schlafen. Minecraft macht das schon immer. Ne? Gut. Dann legen wir uns halt hin, weil Minecraft das ja unbedingt möchte. Wobei, nee, wir müssen ja eh unterirdisch da bauen. Müssen wir auch nicht schlafen gehen. Nee. Wir haben jetzt auch ein bisschen Holz. Das war jetzt nicht so viel, aber zumindest etwas. So, und damit verzichten wir auf Schlafen und gehen halt einfach weiterbauen. So. Dann gucken wir mal. Sieht aus wie ein Abstieg. Nein, ich muss ja... Die Treppe wird ja hier beginnen. Theoretisch würde ich einfach sagen, machen wir das hier. Aber das wird dann spätestens bei der nächsten Treppe hier ja wieder sagen, nee, ich kann hier nichts durch, ne? Deswegen muss ich ja dann wieder nach hier oben ein weiter rauf. Und dann muss ich gucken, wie mache ich das hübsch mit den Rändern hier vom, na, ich nenne es mal Tunnelgang-Gedöns. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt sinnvoll gestalte. Aber überhaupt gar nicht. Ich kann hier das so machen. Sieht aber auch scheiße aus. Jetzt hier die Decke noch höher machen. Nee. Weil dann müsste ich hier den ganzen Tunnel hier nochmal bearbeiten. Puh. Ach, scheiß drauf. Was tust du? Ich mach's ordentlich. Warum? Weil es sich so gehört.
Ist doch wahr. Wenn du es richtig machen willst. Nachher, weißt du, nachher mache ich es wieder, keine Ahnung, irgendwie so ein Heckmeck. So ein Zwischending zwischen allem, weißt du, und dann bin ich damit auch nicht zufrieden. Dann denke ich jedes Mal, wenn ich da durchgehe, eigentlich könnte man es hier nochmal abändern. Jetzt machen wir das halt. So. Irgendwo helfen wieder irgendwelche Kreaturen. Das ist super. Das freut mich. Das ist fast wie Weihnachten. Ja, an Weihnachten höre ich immer Kreaturen. Nein, nicht wirklich. So. Nur mal kurz hier das Magnetschwert gezogen. Nur für den Fall eines Falles, dass hier irgendwo was rumliegt, was ich nicht wusste. Ja, kann ich einsammeln. Dann mache ich die mal zuerst weg hier. Damit ich dann nicht nachher wieder keinen Platz habe und so was. Mich dann wieder ärger. Hey, was geht ab? Ja, es will da jetzt nicht runterkommen. Das ist natürlich nett. Muss ich auf das nächste Skelett warten. Es ist nicht wahr. Funktioniert auch super, diese Falle. Also, ein bisschen. So, mit O. Machen wir doch wieder mehr Arbeit hier, als ich eigentlich gewollt habe. Dann ist es wieder so eine Sache hier mit der Treppe. Vielleicht können wir eine weglassen. Wir können ja eine weglassen, weil es nimmt nämlich sowieso hier, ne, schneidet mit der Treppe hier ab. Das ist okay. Ja. Hätten wir das Problem auch gelöst, muss ich da nicht auch noch irgendwie was großartig abändern. Muss ich jetzt nur mal so langsam ein paar Treppen hier setzen, sonst habe ich gleich keinen Platz mehr. Und noch kein paar Treppen abbauen. Noch geht das ja. Dann müsste ich hier dasselbe auch nochmal machen. Ein bisschen höher setzen. Den Gang da zur Unterwasserkuppel muss ich sowieso noch bearbeiten. Ne, da sind wir ja auch noch nicht fertig. Immer so diese Kleinigkeiten. Ist ja dann theoretisch auch möglich, eine Unterwasserfahrt Richtung Kuppel zu machen. Beziehungsweise nicht richtig unter Wasser, sondern halt, ne, dann irgendwie irgendwas machen, dass wir bei Unterwasserkuppel rauskommen. Aber das ist Zukunftsmusik. Weit entfernte Zukunftsmusik. So für die Alter, die scheiß Meteoriten manchmal. Für die Stämme habe ich jetzt keinen Platz. Aber ich kann nach wie vor Treppen falsch herumbauen. Das ist super. Das ist toll. Das werde ich wahrscheinlich auch immer können. Wenn ich etwas kann, dann Treppen falsch herumbauen. Oh yeah. Muss ich hier etwas bauen, was ich eigentlich gar nicht bauen wollte, aber was soll's. Und ich mache natürlich hier das voll verkehrt. Ich kann ja gleich die Treppe dort auslassen, wo sie gar nicht hin muss. Theoretisch. Praktisch, nee. Ich muss nichts dazu sagen, ne? Treppen wollen mich einfach ärgern. Ich weiß gar nicht warum, ich habe denen nichts getan. Nichts getan habe ich denen. So, hier schon mal die eine Seite. Und hier schnell nochmal die andere. Und das alles nur, damit es dann hier vernünftig aussieht. Halt jetzt so eine Frage, wie mache ich das jetzt? Mache ich das wie in der Hobbit-Höhle, dass ich da einen Block dazwischen setze und dann haben wir die Sintflut. Wobei, das wird hier nicht so funktionieren. Dann müsste ich theoretisch so und dann so. Sieht ein bisschen doof aus mit dem Schatten, ist aber an sich korrekt. Das ist voll korrekt. Ja, und hier klappt das nicht, weil hier kommt ja dann die Steinstufe hin. Oder können Steinstufen sich auch damit verbinden? Ich glaube nicht, ne? Doch? Wow! Faszinierend! Aber dann ist es hier wieder scheiße mit dem... mit dem hier. Ich wollte den Gang jetzt nicht noch breiter machen. Und wenn ich das doch mache, hier einfach so rein... Oh, wird's halt so gemacht.
Dann mache ich das jetzt einfach so. Aus ist die Kiste. Ja. Okay. So. Jetzt hier nochmal den Rest hier raushauen. Schon mal ganz grob die Steinstufen da hinsetzen. Natürlich richtig rum, weil einfach wäre ja zu einfach. Und ich sehe auch schon, ich muss die nächste Aufnahmepause machen, bevor ich dann jetzt hier in Schwulitäten komme mit der Veröffentlichung der Folge und sowas. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.